Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, Platz zu nehmen und hebe die Sitzungsunterbrechung auf. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Reformen der Erbschaftssteuer und der Grundsteuer auf dem Weg. Vermögensbezogene Steuern sind im Zusammenhang zu betrachten. Drucksache 19/3602. Die Dringlichkeit wird bejaht. Das ist wohl der Fall. Dann wird dieser Dringliche Entschließungsantrag Tagesordnungspunkt 52 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Tagesordnungspunkt 31 zu diesem Thema aufgerufen werden. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend ehrenamtliches Engagement fördern, Gemeinnützigkeitsrecht hinsichtlich Anpassungsnotwendigkeit aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen überprüfen, Drucksache 19/3603. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 53 und kann mit Tagesordnungspunkt 17 zu diesem Thema aufgerufen werden. Dann ist noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Integration von Flüchtlingen. Maßnahmen der Landesregierung zeigen Wirkung. Drucksache 19/3605. Auch hier gibt es keinen Widerspruch gegen die Dringlichkeit. Dann wird dieser Antrag Tagesordnungspunkt 54 und kann zusammen mit Tagesordnungspunkt 20 zu diesem Thema aufgerufen werden. Kolleginnen und Kollegen, ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 31, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Anhörung zur Wiedererhebung einer Vermögenssteuer, zusammen mit Tagesordnungspunkt 52, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS DIE 90 die GRÜNEN betreffend Reformen der Erbschaftssteuer und der Grundsteuer auf dem Weg. Vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als Erstes hat das Wort Kollege van Ooyen, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am 24.06. führte die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag eine eigene Anhörung zur Vermögenssteuer durch, fast auf den Tag genau 21 Jahre nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, mit dem die bis dahin gültige Ausgestaltung der Vermögenssteuer für verfassungswidrig erklärt wurde. Die Frage nach der Wiedererhebung der Vermögenssteuer ist zunehmend aktuell, wie man den Zeitungen entnehmen kann. Es ist aber auch aktuell, weil wir beobachten müssen, dass die Vermögen in Deutschland immer stärker konzentriert werden, die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Dennoch, es gibt auch 21 Jahre nach dem Karlsruher Urteil noch immer kein anwendbares Vermögenssteuergesetz. Ich halte es daher für angebracht, dass nicht nur die SPD-Fraktion, sondern der ganze Landtag sich mit der Frage beschäftigt, ob und in welcher Form sich mit der Frage auseinandergesetzt werden kann, wie wieder eine Vermögenssteuer und in welcher Form sie erhoben werden kann und sollte. Es ergibt sich eigentlich schon aus der Hessischen Verfassung, dass wir unsere Einnahmeverantwortung nachkommen und die im Artikel 47 der Hessischen Verfassung vorgeschriebene progressive Besteuerung von Vermögen als Gesetzgeber endlich auch umsetzen. Doch auch das Grundgesetz sieht die Vermögenssteuer explizit vor und weist sie den Ländern zu. Nachdem wir aber ein seit 21 Jahren als verfassungswidrig geltendes Bundesgesetz haben, dass der formale Grund dafür ist, dass die Länder diese Steuer nicht erheben dürfen, ist es doch an der Zeit, die Debatte um die Vermögenssteuer wieder deutlich aus den Ländern herauszuführen. Insofern habe ich mich schon sehr über die Kommentierung der Anhörung der SPD-Fraktion gewundert, wie sie von Frau Kollegin Arnold
zu lesen war. Sie haben in Ihrer Pressemitteilung vom 24.06. erklärt, ich zitiere, mit dem Wiederaufwärmen der Idee einer Vermögensteuer beim Wähler punkten zu wollen, ist sehr durchschaubar. Jetzt sollten wohl andere dafür zahlen, dass die SPD im Umfragetief steckt, und dies ausgerechnet in Zeiten von Rekordsteuereinnahmen. Der Applaus der LINKEN ist Herrn Schäfer-Gümbel sicher. Es mag ja sein, dass wir LINKE die Idee einer Vermögensteuer noch deutlicher und noch glaubhafter. Haben wir doch. Ich darf ja nicht so. Es mag ja sein, dass die LINKE die Idee einer Vermögensteuer noch deutlicher und noch glaubwürdiger vertreten kann als jene, die sie in der Regierungsverantwortung nicht wieder eingeführt haben. Dabei aber allein auf die SPD zu zeigen, ist etwas kurzsichtig, Frau Arnold. Denn auch bei Ihrem Koalitionspartner gibt es eine lebhafte Debatte um die Vermögensteuer. So hat beispielsweise der nicht unbekannte Grüne Jürgen Trittin letzte Woche in einem Gastbeitrag, ich muss dazu sagen, im Feuilleton versteckt der FAZ, dort hat er geschrieben, ich zitiere, wenn die Gewinne aus schnell ich lese immer die klassengegnerische Zeitung, das ist völlig klar. Wenn die Gewinne aus schnell wachsenden Vermögen nicht mehr investiert werden, wird aber mehr investieren müssen, sprich alles für eine Vermögensteuer. Die trifft nach den Vorschlägen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung nicht einmal 1% der Bevölkerung. Sie ist eine Superreichensteuer. Werden die daraus resultierenden 9 bis 18 Milliarden Euro in Infrastruktur, Bildung und Klima investiert, dann ist das gut für den Mittelstand und die Mittelschicht. Sie bekommen mehr Bildungsgerechtigkeit, mehr Aufträge, mehr Arbeit. Soweit das Zitat von Jürgen Trittin. Ich finde, diese Debatte lohnt sich. Sie lohnt sich, weil wir seit Jahren beobachten, dass nicht nur die öffentlichen, sondern auch die privaten Investitionen sinken. Gerade vor dem Hintergrund der vielbeschworenen Generationengerechtigkeit wird dabei deutlich, dass die Schuldenbremse kombiniert mit einer neoliberalen Kürzungspolitik eben nicht generationengerecht ist. Daraus gibt es nur zwei Auswege. Entweder wir finden Wege, trotz Schuldenbremse Investitionen, die den nachfolgenden Generationen nützen, über Kredite zu finanzieren. So, Herr Schäfer, haben Sie es schon einmal versucht, durch die Kapitalerhöhung bei der Nassauischen Heimstätte. Das hat ansatzweise ja gezeigt, wo das hingehen kann. Oder wir erschließen zusätzliche Einnahmequellen für den Staat. Die Vermögensteuer ist hier ein Weg, den wir diskutieren sollten. Sie hat neben dem Ertrag noch eine andere Lenkungswirkung. Mit ihr kann der Staat direkt auf die Verteilung von Vermögen in der Gesellschaft Einfluss nehmen. Und angesichts der sich immer weiter zuspitzenden Vermögensungerechtigkeiten ist dies auch angebracht. Denn die Ungleichheit in Deutschland hat mittlerweile Ausmaße erreicht, die ich schlicht für obszön halte. Etwa wenn die drei Großaktionäre von BMW im Jahr 2015 zusammen etwa 815 Millionen Euro an Dividenden kassieren, allein dafür, dass sie diese Unternehmensanteile besitzen, dann stellt sich schon die Frage, wie hier eine Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit anzusehen ist. Es mag sein, dass das auch etwas mit einer wirksamen Besteuerung von Erbschaften zu tun hat, wie Sie in Ihrem Antrag dann konstruieren, oder damit, dass Dividenden nur mit 25% besteuert werden. All das spricht aber gerade nicht gegen die Vermögensteuer, sondern dafür, dass wir sie einführen. Wir sollten endlich darüber eine Debatte führen, wie wir auch mit steuerpolitischen Maßnahmen die Verteilung von Vermögen in Deutschland so verändern können, dass für Investitionen und angemessene Sozialleistungen, für gute Bildung und erneuerbare Energie genügend Geld da ist. Die Vermögensteuer ist aus unserer Sicht dafür der richtige Ausgangspunkt, wenn auch nicht der einzige. Deshalb greifen wir die Fraktionsanhörung der SPD auf. Es ist richtig, dass wir uns alle und eben nicht nur die SPD mit den Fragen, die sich bei der Wiedererhebung von der Vermögensteuer ergeben, beschäftigen.
Es geht uns dabei aber ausdrücklich nicht darum, hier eine Veranstaltung stattfinden zu lassen, in der wir uns einseitig von den Freunden der Vermögenssteuer erklären lassen, warum diese gut und richtig ist. Ich will auch von den Gegnern hören, welche Argumente denn eigentlich konkret dagegen sprechen. Denn bisher führen wir diese Debatte immer nur auf dem niedrigen Niveau, das in abwechselnder Kombination pauschal behauptet wird, die Vermögenssteuer sei verfassungswidrig, sie sei mit dem vertretbaren Aufwand nicht ertragreich und sie führe dazu, dass die Reichen das Land verlassen würden. Das reicht mir aber ehrlich gesagt nicht. Denn so einfach ist es bei Weitem nicht, schon gar nicht angesichts der Tatsache, dass sich die Welt seit 1995, seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, weiter gedreht hat. Heute sind die Vermögen in Deutschland deutlich ungleicher verteilt, und auch die Aufgaben des Staates sind deutlich schwerer zu finanzieren. Ich finde jedenfalls, der Hessische Landtag hat es mehr als nötig, diese Debatte auf einem fachlich fundierten Niveau zu führen. Eine Anhörung ist dafür, meine ich, das richtige Mittel. Auch wenn sie nicht dafür da sein kann, die politischen Unterschiede zwischen den Fraktionen hier aufzuheben. Deshalb ist es keine gute Idee, finde ich, wenn im schwarz-grünen Antrag, der uns heute jetzt vorgelegt worden ist, Sie sich aus fadenscheinigen Gründen dieser Diskussion verweigern wollen. Daher werbe ich ausdrücklich bei allen Fraktionen darum, eine solche Anhörung durchzuführen. Wenn Sie an einer ehrlichen Debatte interessiert sind, stimmen Sie also unserem Antrag zu. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Arnold, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr van Ooyen! Wenn ich den Antragstext und jetzt auch Ihren Redebeitrag richtig verstanden habe, möchten Sie eine öffentliche Anhörung im Haushaltsausschuss durchführen, um zu klären, ob die Einführung einer Vermögenssteuer notwendig und sinnhaft ist. Und ich darf Ihnen mitteilen, dass wir dies gut und gerne jetzt und hier klären können und dazu keine Anhörung benötigen. Ich darf einen großen Hessen zitieren, nämlich Johann Wolfgang von Goethe. Der sagte einmal so schön, getretener Quark wird breit, nicht stark. Und was hat er damit gemeint? Und vor allem, was hat das mit Ihrem Antrag zu tun? Goethe meinte damit, dass etwas Banales, auch durch großen Aufwand, durch viele Worte und durch ständige Wiederholungen nicht auf ein höheres Niveau gebracht werden kann. Und das ist auch der Grund, warum unser Gegenantrag nicht vieler Worte bedarf. Ich darf bezüglich der Notwendigkeit feststellen. Erstens. Die Vermögenssteuer ist in ihrer bisherigen Fassung nicht verfassungskonform. Und sie wurde seit 1997 nicht mehr erhoben. Und als Kompensation für die entfallenen Vermögenssteuereinnahmen erfolgte unter anderem eine Anhebung der Grunderwerbsteuer. Zweitens. Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, konnten bis heute keinen Gesetzentwurf vorlegen, der den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts standhalten konnte. Drittens. Die Vermögenssteuer, wie auch immer man sie gestaltet, wird aus unserer Sicht nicht den Zweck erfüllen, den Sie verfolgen. Im Gegenteil, sie wäre für den Wirtschaftsstandort Deutschland und auch für viele Unternehmen in Hessen schädlich, denn sie gefährdet Investitionen und Arbeitsplätze. Und wenn Sie eine verfassungsgemäße Vermögenssteuer haben wollen, dann brauchen Sie eine kontinuierliche und gegenwartsnahe Bewertung von Vermögen. Das wird zu enormen Kosten und einer erheblichen Belastung der Steuerverwaltung führen. Und diese Verwaltungskosten beliefen sich bei Ihrer damaligen Erhebung in der Vergangenheit auf etwa ein Drittel der Einnahmen. Die Vermögenssteuer gilt damit als eine der ineffizientesten Steuern überhaupt. Und zur Berücksichtigung von Vermögensumschichtungen habe ich auch noch einige Anmerkungen zu machen. Sie behaupten, die Vermögenssteuer sei sozial gerecht.
Das klingt ja immer gut und nett und schön, und Sie behaupten immer, mit Ihren Plänen nur die Reichen zu treffen. Die Wahrheit ist aber, Sie benachteiligen damit den für uns auch so wichtigen Mittelstand. Ich darf aus der Stellungnahme der VHU zitieren, anlässlich der kürzlich stattgefundenen Anhörung. Eine Vermögenssteuer würde größtenteils betrieblich gebundenes Kapital und nur zum kleineren Teil Privatvermögen belasten. Sie würde Unternehmen mit einer hohen Eigenkapitalquote besonders belasten, weil Schulden bei der Vermögenssteuer in voller Höhe abzugsfähig sind. Zitat Ende. Und hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Wir sind doch genau auf unsere Mittelständler stolz, auf die, die bilanziell gesund sind und voller Kraft unsere Wirtschaft ankurbeln, auf die, die zu mehr nach Leistungsfähigkeit berechneten und damit fairen Steuereinnahmen beitragen, auf die, die eine gute Eigenkapitalausstattung vorweisen können und somit nämlich langfristig Arbeitsplätze schaffen und sichern. Kollegin Arnold, einen Moment. Kolleginnen und Kollegen, können Sie bitte den Geräuschpegel etwas niedriger gestalten? Und die? Die werden wir bestimmt nicht mit einer von der LINKEN gewünschten Vermögenssteuer dafür bestrafen, dass Sie gut gewirtschaftet haben, damit DIE LINKE das Füllhorn ausschütten kann, um ihr Klientel zu bedienen. Meine Damen und Herren, bei uns zählt der Mittelstand, und bei Ihnen zahlt der Mittelstand. So einfach ist das nicht. Und zur Klientelpolitik habe ich auch noch so einige Fragen. Was ist denn mit dem Vermögen, das sich Bürgerinnen und Bürger zur Altersvorsorge zurückgelegt haben? Lassen Sie das außen vor? Lassen Sie das schuldenfreie Einfamilienhaus außen vor? Trifft Ihre Vermögenssteuer im Endeffekt vielleicht sogar die Mieter, die diese über höhere Wohnungskosten zahlen? Das sind alles Fragen, die könnten Sie mir ja mal beantworten. Oder hat Ihr Antrag mal wieder nur Symbolcharakter? Und ich komme noch einmal auf mein Eingangszitat zurück, Goethes Quark. Was würde besser zu Quark passen als Kartoffeln? Nämlich genau die Kartoffeln, Herr Schäfer-Gümbel, in die Sie immer wieder rein und wieder rausspringen. Denn auf einmal ist sie wieder da, die Idee der SPD, eine Vermögenssteuer zu erheben. Von Ihrem Bundesparteichef, das ist ja noch Herr Gabriel, gab es in den letzten Jahren eher Vorbehalte, gegen die Vermögenssteuer zu vernehmen. Ende 2014 erklärte selbiger, die Vermögenssteuer sei tot. Und ich wiederhole mich, mit dem Wiederaufwärmen der Idee, einer Vermögenssteuer als SPD beim Wähler punkten zu wollen, ist sehr durchschaubar. Und ich prognostiziere schon einmal, es wird Ihnen nichts nutzen. Mir ist auch nicht bekannt, dass Sie ein konkretes und vor allem verfassungskonformes Konzept haben, wie die Vermögenssteuer aussehen soll. Man hört, Sie denken über einen Freibetrag für Betriebsvermögen von 500.000 € nach und die Ableitung der Unternehmenswerte aus den Steuerbilanzen. Das erinnert doch sehr an die alte Rechtslage und das Stuttgarter Verfahren, das schon damals den Ansprüchen des Bundesverfassungsgerichts nicht standgehalten hat. Von daher werden wir den Antrag der LINKEN mit dem Ziel einer Anhörung im Hessischen Landtag nicht zustimmen. Wir sollten die Zeit besser nutzen, vielleicht gemeinsam frei nach Goethe Kartoffeln und Quark essen und uns dann den wirklich relevanten Themen für Hessen zu widmen. Da haben wir nämlich mehr davon und die Bürgerinnen und Bürger hier in Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Hahn, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die antragstellende Fraktion hat ja unter anderem als zur Begründung angeführt, dass es nicht genügend Geld in dem Steuersäckel des Staates geben würde. Ich will, meine sehr verehrten Damen und Herren, das noch einmal wiederholen, was heute Morgen schon mein Kollege Jürgen Lenders von diesem Pult aus gesagt hat. Das letzte Mal,
dass wir in Hessen weniger Steuereinnahmen hatten als im Vorjahr, war das Jahr 2009. Da kann sich jeder daran erinnern. Das war die Finanzkrise, das war die Bankenkrise. Damals hatten wir in Gänsefüßchen nur Einnahmen von 14,8 Milliarden €. Jedes Jahr danach sind die Einnahmen gestiegen. Im Jahre 2010 um 0,7 %, im Jahre 2011 um 7,4 %, im Jahre 2012 um 2,5 %, im Jahre 2013 um 6,7 %, im Jahre 2014 um 5,7 % und im Jahre 2015 um 6,5 %. Sie können sich daran erinnern, ich hatte gesagt, dass wir im Jahre 2009 eine Steuereinnahme von 14,8 Milliarden € hatten. Im Jahre 2015 hatten wir eine Einnahmeseite von 19,7 Milliarden €. Also von 14,8 in 2009 auf 19,7 in 2015. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer in diesem Zusammenhang noch davon spricht, dass der Staat zu wenig Einnahmen hat, dem spreche ich einiges ab, jedenfalls das erkennbare Lesen von richtigen Zahlen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jedenfalls, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es doch ein Treppenwitz, wenn man innerhalb Herr Schaus, Sie können ja gerne nach mir zukommen. Das fand ich übrigens gut gestern, wie der Schäfer-Gümbel immer gemacht hat. Quatschen Sie nicht neu, melden Sie sich und kommen Sie danach hierher. Und alles ist gut. Und alles ist gut. Das hat auch ein bisschen was mit Demokratie zu tun. Und wenn man ein Argument nicht gut findet, es einfach totquatschen zu wollen, das war vielleicht in anderen Parlamenten nicht demokratischer Art und Weise möglich gewesen, aber nicht in einem demokratischen Parlament wie des Hessischen Landtages, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. So geht es nicht. Ich darf Ihnen deshalb sagen, dass wir als Liberale in keinster Weise noch eine Überlegungsminute oder Sekunde brauchen. Wir essen gerne Quark. Ob mit Kartoffeln, ist die andere Frage. Aber nein, wir brauchen keine Anhörung mehr zum Thema Vermögensteuer. Die Vermögensteuer ist verfassungswidrig. Die Vermögensteuer ist ein Eingriff in das Eigentum, meine sehr verehrten Damen und Herren, einer der Grundbausteine unserer gesellschaftlichen Ordnung und unseres wirtschaftlichen Wohlstandes in den letzten 70 Jahren. Das Eigentum darf nicht dauernd angegriffen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, alles das, was Sie besteuern wollen, ist schon einmal besteuert worden. Vermögen ist nämlich immer eine Angelegenheit, die bereits versteuert ist. Das ist nicht okay, wenn das passiert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Einmal besteuern, aber sicherlich. Aber ab dem zweiten Mal ist es in unseren Augen nicht ziemlich. So darf ein Staat nicht mit seinen Bürgerinnen und Bürgern umgehen. Das vierte Argument gegen die Vermögensteuer ist, dass der größte Teil nicht liquide ist. Also der liegt nicht irgendwo herum. Auf der Bank wäre es ja ganz blöd bei diesen Vermögenswerten. Da müsste ja noch Strafe für bezahlen. Das wäre so etwas Ähnliches wie eine Vermögensteuer, nur indirekt dann über die Bank an die EZB. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Vermögen sind gebunden in Produktionsmitteln, in Immobilien. Wollen Sie denn provozieren, dass das bereits durch versteuertes Geld investierte dann dadurch teilweise aufgelöst wird? Meinen Sie nicht auch, dass es vielleicht ein bisschen naiv ist, zu glauben, die Reichen können das ja schon bezahlen? Wir erleben es doch immer wieder, und wir haben es z.B. bei einem bekannten Erbschaftssteuerthema in diesem Hause vor ungefähr 10 Jahren diskutiert, dass man sich dann von Vermögenswerten trennen muss. Wir als Liberale sind deshalb auch hier mit diesem Argument dagegen. Die Vermögensteuer darf nicht eingeführt werden. Im Übrigen bin ich schon überrascht, dass Sozialdemokraten, und die waren ja ganz offensichtlich der Auslöser für ihren Antrag, wie sie es hier eben vorgetragen haben, sich mit dem Thema immer wieder dann beschäftigen, wenn sie entweder in der Opposition sind und überhaupt nichts zu sagen haben, oder wenn sie in einer Regierungskoalition wie in Berlin sind und sich nicht durchsetzen können. Eine so durchschaubare Politik. Lieber Kollege Schäfer-Gümbel, das merkt doch jeder Bürger und jede Bürgerin. Sie machen doch dort ein Spiel mit den Bürgerinnen und Bürgern. Nach dem Motto,
Wenn ich das nicht umsetzen kann, fordere ich es, und wenn ich es umsetzen könnte, dann lasse ich mich gerne vom Koalitionspartner überstimmen. Das ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine verhohene Piepelung der Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, dass das die Sozialdemokratische Partei sich gut überlegen sollte, ob sie das immer weiter fortsetzt. Lassen Sie mich die sechs Punkte sagen, die wir Liberale, die wir Freie Demokraten in der Steuerpolitik anstreben. Punkt 1. Abschaffung des Solidaritätszuschlages bis 2019. Das ist nämlich eine Belastung auch der kleinen und mittelständischen und der kleinen und mittleren Einkommen. Das ist eine Entlastung genau der Leute, denen Sie vorgaukeln, dass mit der Vermögenssteuer es Ihnen besser geht. Zweitens. Einen mutigen Abbau der kalten Progression und nicht nur Alibi-Entlastungen. Was ist denn mit den Fachkräften? Die werden doch auch durch das Modell, das in Berlin verabschiedet worden ist, nicht entlastet, sondern werden weiterhin zusätzlich belastet. Tun Sie doch etwas für die kleinen und für die mittleren Einkommen, und sind Sie mit uns dabei, die kalte Progression vollkommen abzuschaffen. Wir wollen drittens die Vereinfachung des Steuersystems, möglicherweise sogar bis hin zu einer Flat Tax, das heißt einem einheitlichen Einkommensteuersatz. Wir wollen zum vierten eine Steuerbremse im Grundgesetz. Der Staat soll über Ertragssteuer nicht mehr als die Hälfte der Erträge eines Bürgers vereinnahmen können. Und wir fühlen uns da in guter Gesellschaft. Das Bundesverfassungsgericht sagt in jeder zweiten oder dritten Entscheidung zum Thema Steuern, passt acht, es gibt da einen Deckel in der Besteuerung, und ihr dürft nicht meinen, dass der Staat immer nur zulangen kann. Fünfte Bemerkung. Eine Neuordnung der Finanzstrukturen von Bund, Ländern und Kommunen muss erreicht werden, bei der die Mischfinanzierung möglichst vermieden wird. Ein hoher Kostenpunkt, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Sie wissen, dass wir selbst hieran auch schon mitgewirkt haben, Dinge auch zusätzlich zu finanzieren, co-zu-finanzieren, nur weil es Bundes- oder Europageld gegeben hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Vermögenssteuer ist auf dem verfassungswidrigen Müllhaufen, und da soll sie nach unserer Auffassung auch bleiben. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wer ist schneller? Oder wer will schneller sein? Vielen Dank, Kollegin Erfurth. Dann haben Sie auch sofort das Wort. Das habe ich befürchtet. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte noch einmal darauf zurückkommen, was sind eigentlich Steuern? Steuern sind nämlich kein Selbstzweck. Sie dienen der Finanzierung der gesamtstaatlichen Aufgaben. Und sozusagen Grundbildung von Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten. Und sie knüpfen an das Leistungsfähigkeitsprinzip an. Auch das ist wichtig. Oder wenn man es ein bisschen einfacher haben will, der, der mehr hat, soll auch mehr zahlen oder mehr zum Gesamtsystem beibringen. Aber auch das ist zu beachten. Die Rechtsprechung hat so etwas wie eine Art Halbteilungsgrundsatz entwickelt und hat gesagt, es gibt auch irgendwo eine Grenze der Abschöpfung, es gibt auch irgendwo eine Grenze der Besteuerung, und die muss man beachten. Und ich bin ja in Teilen bei den Kolleginnen und Kollegen von der LINKEN und auch bei Ihnen, Herr Schäfer-Gümbel, bei sehr hohen Einkommen und Vermögen sind wir davon recht weit entfernt. Und das gilt für große Vermögen noch einmal sehr viel mehr als für den Einkommensbereich. Und die meisten von Ihnen kennen auch die Zahlen. 75% des Nettovermögens konzentrieren sich bei 10% der deutschen Haushalte. Oder wenn man es andersherum sagt, 10% der Menschen in Deutschland verfügen über drei Viertel des Gesamtvermögens, und das auch mit ständig steigender Tendenz. Das ist ungerecht, zumindest empfinde ich das so, und es schafft ständig weitere Ungerechtigkeiten. Und, meine Damen und Herren, in zunehmendem Maße hängt auch Chancengerechtigkeit davon ab, ob jemand aus einem Haushalt kommt, in dem das Vermögen größer ist oder kleiner ist,
Das ist ungefähr die Hälfte der Haushalte, wo nur ungefähr 2,5 % des Nettovermögens vorhanden ist. Menschen können ja zunächst einmal nichts dafür, in welchem Haushalt sie geboren werden, aufwachsen. Es ist auch Aufgabe der Politik, hier für Ausgleich und mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen. Die große Frage ist, macht man es so, dass der gesellschaftliche Konsens gewahrt bleibt? Das ist die große Schwierigkeit. Steuererhebung braucht gesellschaftliche Akzeptanz. Das können gerade auch wir GRÜNEN haben das sehr gut erfahren können. Wenn man gesellschaftliche Akzeptanz vernachlässigt, dann strafen auch einen Wählerinnen und Wähler ab. Ich glaube, auch ein Stück weit haben es die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten so erfahren. Gesellschaftliche Akzeptanz ist nach meiner Wahrnehmung immer dann zu erzielen, wenn etwas offensichtlich ungerecht ist und etwas auf Kosten anderer Menschen passiert. Deshalb ist es gut und richtig, dass wir uns in der schwarz-grünen Koalition darauf verständigt haben, Steuerhinterziehung zu bekämpfen und gegen Steuerverlagerungsmodelle vorzugehen und Steuerbetrügereien den Kampf anzusagen. Das ist auch ein sehr vielversprechender Weg, Steuereinnahmen zu heben und auch für Steuereinnahmen zu sorgen. Da haben wir hier schon einiges auf den Weg gebracht in Hessen. Wir haben mit Finanzminister Dr. Schäfer einen entschiedenen Streiter für mehr Steuergerechtigkeit. Das konnten wir in der Debatte um Panama Papers schon einmal feststellen, als wir im April darüber diskutiert haben, was machen wir denn auch um Steuerflucht Einhalt zu gebieten. Ich kann Ihnen sagen, auch in Sachen Steuerbetrug durch manipulierte Registrierkassen, da war der Finanzminister doch recht erfolgreich, wie der Gesetzentwurf, der heute ein Teil davon waren auch Ihre Parteifreunde an der Regierung in Berlin. Das kann ich auch noch mal wieder an dem Punkt sagen. Ja, endlich gibt es jetzt einen Gesetzentwurf auf Bundesebene, dass manipulierte Registrierkassen künftig nicht mehr sein dürfen. Ja, meine Damen und Herren, ich habe es eingangs schon gesagt. Die Schere der Verteilung beim Vermögen ist weit auseinandergegangen in der letzten Zeit. Und es ist in der Tat eine große Herausforderung, wie die Vermögensbesteuerung in der Zukunft auszusehen hat. Ich spreche ganz bewusst von vermögensbezogenen Steuern und nicht von der einen Steuerart, der Vermögensteuer, die die Kollegen von den LINKEN immer so eine Art Geheimwaffe wieder rausziehen und sagen, damit lösen wir alle Finanzprobleme. Nein, es ist nicht geheim, aber es ist Ihre Allround-Waffe, wollen wir es einmal so nennen. Von daher, es ist nicht das eine Instrument. Es kann nicht das eine Instrument sein. Man muss vermögensbezogene Steuern im Paket betrachten. Das sagt auch unser Antrag heute zur Tagesordnung. Wir stehen ja auf der Bundesebene eine ganze Reihe von Entscheidungen zu vermögensbezogenen Steuern an. Da ist zum einen die Grundsteuer. Das ist ein Projekt, das fast alle Bundesländer endlich einmal sich bewegt haben und gesagt haben, wie sie die vermögensbezogene Steuergrundsteuer künftig regeln wollen. Da ist die schwarz-grüne hessische Landesregierung maßgeblich beteiligt und das rot-grüne Niedersachsen, wo man versucht hat, hier jetzt endlich einmal einen Weg aufzumachen, um die vermögensbezogene Steuergrundsteuer auf eine neue, verfassungsrechtlich sicherere Grundlage zu stellen. Wir streiten aus Hessen sehr auch im Interesse der Kommunen dafür, dass das weitergeht. Denn das ist eine kommunale Steuer, die bei den Kommunen landet. Deshalb ist es sehr in unserem Interesse, dass diese Steuer auch eine Chance hat, der Gesetzentwurf für die neue Grundsteuer auch eine Chance auf Realisierung hat. Auch das ist ein wichtiger Punkt, wie wir künftig Vermögen besteuern. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Noch nicht endgültig entschieden ist ein weiterer wichtiger Teil der vermögensbezogenen Steuern, nämlich die Erbschaftssteuer. Auch das ist noch nicht endgültig entschieden. Das Bundesverfassungsgericht hatte dem Bundesgesetzgeber aufgegeben, die zu starke Begünstigung großer Unternehmen zurückzufahren und das hier für eine gerechtere Besteuerung zu sorgen. Da haben sich im Moment nach meiner Wahrnehmung auf Bundesebene nicht alle mit Ruhm bekleckert. Ja, diese Aufgabe ist bisher nicht zufriedenstellend gelöst worden. Ja, die meisten von Ihnen haben verschiedene Schleifen und Anläufe des Bundesfinanzministers gesehen, wie er versucht hat, hier die Steuer auf einen verfassungsfesten Weg zu führen. Es gab ziemlich
große Einsprüche aus dem Süden der Republik, die dann auch jetzt noch einmal zu Einigungsversuchen geführt haben, die aber aus, ich sage ausdrücklich aus der grünen Sicht, nicht erfolgversprechend sind, weil aus unserer Sicht die Verfassungsfestigkeit der Erbschaftssteuer damit nicht gegeben ist. Und dass auch viele Finanzexperten teilen diese Ansicht. Und es wird letztendlich von der Ausgestaltung der Erbschaftssteuer abhängen, ob und in welcher Höhe vermögensbezogene Steuern zum Steueraufkommen insgesamt beitragen und in welcher Höhe dann der von der Rechtsprechung immer wieder auch ins Feld geführte Halbteilungsgrundsatz beachtet wird. Und ich sage auch an diesem Punkt ganz ausdrücklich, die Erbschaftssteuer darf auch, und da bin ich sehr bei der Kollegin Arnold, nicht dazu führen, dass eben Wirtschaftsunternehmen, die auch in Hessen sehr prosperieren, der Klein- und Mittelstand, dass der ausgebremst wird. Das darf nicht passieren. Das muss wirtschaftsfest passieren. Das muss wirtschaftsfest passieren. Und da muss auch dafür gesorgt werden, dass unsere Unternehmen weitergeführt werden können und dass die Erbschaftssteuer nicht nachher der Strick ist, an dem sozusagen ein Unternehmen stranguliert wird. Diese Austarierung, steht an, und die ist wichtig. Und dann bin ich wieder beim Paket. Wir müssen sehr genau schauen, wie ist das Paket der vermögensbezogenen Steuern ist. Und dann kann man sich unter Umständen darüber unterhalten, braucht es noch eine Vermögensteuer oder braucht es die nicht. Aber diesen Punkt haben wir noch nicht erreicht. Und deshalb kann ich auch nur in Richtung der Kollegen von der LINKEN sagen, wozu jetzt eine Anhörung? Sie ist nicht zielführend zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir überhaupt nicht sagen können, in welche Richtung die Vermögensteuer sich entwickeln soll. Wir haben überhaupt kein Konzept, über das es sich zu diskutieren lohnt. Und, liebe Frau Kollegin Schnott, nur dass wir einmal darüber gesprochen haben und einen großen Auflauf von Finanzexpertinnen und Experten hier im Hessischen Landtag haben, wo wir auch am langen Ende gar nicht zuständig sind für den Gesetzentwurf, ist alles Bundesrecht. Ja? Von daher glaube ich, dass es jetzt nicht zielführend wäre, Herr Kollege Dr. Wilken, jetzt nicht zielführend wäre, eine Anhörung im Hessischen Landtag darüber durchzuführen, ob man denn vielleicht unter gewissen Parametern eine Vermögensteuer einführen könnte oder nicht. Das halte ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt für Verschwendung unserer Arbeitszeit. Ich will es einmal so formulieren. Und ich glaube, das nehmen wir uns einmal wieder vor, wenn wir klarer sehen, wie vermögensbezogene Steuern sich sortieren. Und dann können wir uns immer noch einmal darüber unterhalten. Und dann werden wir weitersehen, wie sich das Konzept der vermögensbezogenen Steuern entwickelt. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. – Nächster Redner ist Kollege Schäfer-Gümbel, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst einen herzlichen Dank an DIE LINKE dafür, dass Sie offensichtlich die Anhörung der SPD-Landtagsfraktion für einen parteiinternen Willensbildungsprozess zum Anlass nehmen, ihn hier in öffentlicher Runde aufzurufen und zu verstärken. Das freut uns, weil es mir die Gelegenheit gibt, über Motive und Fragen, die damit auch verbunden sind, öffentlich zu reden. Ich will mich zweitens ganz herzlich bedanken bei den Einlassungen der Kollegin Erfurt, mit Ausnahme der letzten zwei Sätze, weil er ein so angenehmer Beitrag, wie ich ihn selten in den letzten Monaten aus Ihrer Fraktion gehört habe, zu einer Sache war. Und ich will das offen sagen, nahezu jeden Satz, Frau Erfurt, den Sie gesagt haben, ja ausdrücklich unterschreiben kann. Insofern werde ich mich dazu auch in weiteren Teilen kurz fassen. Was sozusagen das Motiv ist, dem jetzt nicht zuzustimmen zu wollen, das ist ein bisschen anders gelagert, komme ich aber am Ende zu. Ich will ausdrücklich Ihre erste Bemerkung aufnehmen und Sie auch an den Anfang meiner Ausführung stellen. Weil wir streiten uns in der Republik im Moment auf der einen Seite über den Vorschlag aus den Unionsreihen, Steuersenkungen vorzunehmen, versus die Vorschläge überwiegend aus diesen Teilen im politischen Spektrum in der Republik über Steuergerechtigkeitsfragen zu reden. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist erstens genau den, den Frau Erfurt beschrieben hat, dass wir zunächst einmal feststellen, dass Steuern kein Selbstzweck sind, sondern wir zahlen Steuern für das, was wir uns
individuell nicht leisten können, Straßen, Schulen, Schwimmbäder, Sozialstationen und vieles andere mehr. Und zweitens tun wir das nach dem Leistungsprinzip. Und hinzu kommt ein Thema, das in den letzten Monaten in der öffentlichen Debatte deutlich stärker eine Rolle gespielt hat, nämlich die Erkenntnis, auch bei denen, die uns vorher 20 Jahre das genaue Gegenteil erklärt haben, die Erkenntnis, dass soziale Ungleichheit, und zwar zunehmende soziale Ungleichheit, und das hat auch etwas mit Steuer- und Eigentumsfragen zu tun, Wachstum und Wohlstand behindert. Nicht nur im globalen Maßstab, sondern eben auch im nationalen. Dazu hat das DIW und andere, die OECD und andere Forschungsinstitute sich sehr pointiert in den letzten Monaten unterhalten. Und deswegen passt diese Debatte, die wir hier führen, genau zu der, die wir heute Morgen hatten. Weil es nämlich genau um die Frage geht, wie finanzieren wir die unstreitigen Bedarfe für die öffentliche Hand bei der Verkehrswende, in den Bildungsfragen, bei Kommunikation und Breitbandausbau, im Hoch- und Tiefbau, alles Themen, wo wir wissen, dass wir erhebliche Defizite haben, dass wir enorme Investitionsbedarfe haben, alleine für Hessen durch ein Gutachten definiert, bis Ende des Jahrzehnts Sanierungs- und Modernisierungsbedarfe bei Straße und Schiene von 10 Milliarden Euro. Allein in Hessen, nur für Sanierung und Modernisierung, ohne ein einziges Neubauprojekt. Und deswegen werden wir auch in Zukunft darüber nachzudenken haben, wie wir diese unstreitigen Bedarfe wechselseitig finanzieren. Und es kommt ein zweites Thema dazu, das zumindest uns wichtig ist. Das ist der einzige Halbsatz des Kollegen Hahn, den ich teile. Dass es mit Blick auf die Entlastungen und Belastungen in der Tat mindestens zwei Themen gibt, und eins teilen wir. Das ist die Frage, wie gehen wir mit der kalten Progression um? Wie können wir da zu Fortschritten kommen? Das ist ein wichtiges Thema. Und das zweite Thema, das uns wichtig ist, insbesondere kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, wo wir wissen, dass wir auf der Steuerseite dabei ziemlich wenig tun können, weil wir dort ziemlich viel erreicht haben, sondern dass wir uns die Abgabenseite anschauen müssen. Und das wird am Ende auch nur dadurch gehen, dass diejenigen, die besonders leistungsfähig in dieser Gesellschaft sind, die im Verhältnis deutlich weniger zum Gemeinwesen beitragen, dass diese einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung öffentlicher und gesellschaftlicher Aufgaben leisten. Genau darum geht es bei dieser Debatte. Lassen Sie mich ausdrücklich sagen, es gibt ein Thema, das wir ab und zu auch in den Haushaltsdebatten hier kurz ansprechen, aber dann schnell wieder zur Tagesordnung übergehen, wenn es darum geht, und Herr Hahn hat das hier ausdrücklich zum Thema gemacht, dass wir so hohe Steuereinnahmen haben. Und das ist so. Wir erleben jedes Jahr Steuereinnahmen. Übrigens der Hinweis nach dem Motto Rekordsteuereinnahmen. Das ist in der überwiegenden Mehrzahl aller Jahre so. Weil wenn wir nicht mehr Steuereinnahmen hätten als im Vorjahr, hätten wir eine Krise. Ich will nur auf diesen kleinen Hinweis geben, dass wir die Frage der öffentlichen Haushalte deswegen im Moment so gut im Griff haben, weil drei Punkte zusammenkommen. Erstens eine im Verhältnis gute Konjunkturlage. Die ist allerdings im Wesentlichen intendiert durch einen besonders günstigen Ölpreis. Und zweitens durch ein Zinsniveau, das dafür sorgt, dass Verschuldung sich rasant abbauen lässt, wenn man es denn will, weil man bei der Refinanzierung öffentlicher Haushalte deutlich weniger Aufwendungen leisten muss als vorher. Das sind aber beides Faktoren, der Ölpreis wie die Zinssituation, die sich deutlich den Einflussmöglichkeiten dieses Hauses entziehen. Und es kann sich auch schnell ändern. Und deswegen werden die Fragen von Verteilung auch in Zukunft eine größere Rolle spielen müssen. Und jetzt geht es um die Frage, macht eine solche Anhörung Sinn oder nicht Sinn? Und dazu will ich zwei Anmerkungen machen, weil wir weder dem einen noch dem anderen Antrag zustimmen werden, sondern uns in beiden enthalten. Die Frage der vermögensbezogenen Besteuerung ist ein wichtiges Thema. Und wir würden sofort mit Ihnen in die Debatte gehen. Aber die Grundlage dafür ist eigentlich, dass es einen Gesetzentwurf gibt. Den haben Sie nicht vorgelegt. Deswegen weiß ich sozusagen nicht, außer der allgemeinen Debatte, wie wir damit umgehen wollen. Und deswegen werden wir Ihrem Anliegen nicht zustimmen, weil es ohne Grundlage keinen Sinn macht. Wir werden aber genauso wenig dem schwarz-grünen Antrag zustimmen, weil
Dieser Antrag ist eine der unintelligenteren Formen der letzten Monate, Ihren inhaltlichen Dissens auf ein Papier zu schreiben. Wenn Sie hier gar nichts eingebracht hätten und es abgelehnt hätten, weil Sie es nicht wollen, wäre es in Ordnung gewesen. Aber sozusagen den Verweis zu machen auf unterschiedliche Debatten auf der Bundesebene und dass man deswegen jetzt darüber nicht reden könnte, das halte ich, sage ich mal, wie gesagt, für einen Versuch, einen der weniger intelligenten Versuche der letzten Monate, über Ihren inhaltlichen Dissens, der auch in den beiden Reden sehr zum Ausdruck gekommen ist, hinwegzugehen. Und deswegen werden wir auch dem Antrag nicht zustimmen. Ich will ausdrücklich eine Bemerkung von Frau Erfurth noch einmal aufnehmen zum Thema der Erbschaftssteuerreform. Weil das ist der wesentliche Grund, warum wir überhaupt uns dieser Frage wieder genähert haben, ob das Thema Vermögensteuer im Rahmen der Debatte um Steuergerechtigkeit ein Beitrag sein kann. Das ist in der Tat der aktuelle Prozess zur Erbschaftssteuer. Weil der einfachere Weg, eine bessere vermögensbezogene Besteuerung hinzubekommen, wäre der Weg, der deutlich einfachere, über eine sinnvolle Erbschaftssteuer. Und da sind wir in der Sache völlig beieinander. Übrigens bis hin zum Punkt, ob das, was jetzt da vorliegt, am Ende wirklich Entscheidungen, möglichen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts standhält. Ich teile ausdrücklich die Skepsis von vielen Fachleuten. Deswegen ist die Anrufung des Vermittlungsausschusses auch ausdrücklich richtig gewesen. Und ich hätte mich gefreut, da waren wir auch nicht mit allem zufrieden, was gekommen ist, aber wenn sich der Bundesfinanzminister an der Stelle mit der Kanzlerin gegen die bayerischen Freunde hätte durchsetzen können. Weil da ist doch das eigentliche Problem, dass wir keinen wirklich substanziellen Schritt vorankommen. Insofern sind wir sehr beieinander. Damit will ich am Ende allerdings die Gelegenheit nutzen, in der Tat über den Gesetzentwurf, den wir gerade diskutieren, wenigstens noch ein paar Sätze zu verlieren. Worum geht es in unserem Gesetzentwurf? Ich weiß nicht, wo Frau Arnold die 500.000 € her hat, außer aus der Regelung, dass diejenigen, die als Einzelpersonen 3,5 Millionen € Vermögen aufweisen, dass dann der entsprechende Steuersatz sinken wird auf einen Freibetrag von 500.000 €, weil in dem Bereich der betrieblichen Vermögen wir ausdrücklich einen Freibetrag in dem Gesetzentwurf, den wir vorgelegt haben, den Sie nicht haben, weil es ein innerparteilicher Prozess ist, einen Freibetrag von 5 Millionen € vorgesehen. Die Steuerberaterkammer hat in unserer Anhörung sehr kluge Hinweise gegeben, wo die Probleme liegen bei der Frage, ob man das am Ende trotzdem hinkriegt und ob das reicht. Deswegen werden wir das auch nacharbeiten. Die drei wesentlichen Punkte, und ich muss das jetzt sehr kurz machen, sind: Ist das Ding verfassungsmäßig? Da ist die Anhörung aus unserer Sicht sehr eindeutig gewesen. Im Gegenteil, es gibt nahezu ein Verfassungsgebot, Vermögensbesteuerungen vorzunehmen. Zweitens, bei der Frage Aufwand und Ertrag weiß ich nicht, wo Sie Ihre Mondzahlen her haben. In der Anhörung haben alle Fachleute gesagt, Aufwand und Ertrag bewegt sich im Verhältnis von 5 bis 8% maximal des Ertrags der Steuer, so wie in allen anderen Bereichen. Einhellige Einschätzung aller Fachleute. Und der dritte Punkt war die Frage, ob das substanzgefährdend ist für Familienunternehmen oder nicht. Da muss im Gesetzentwurf nachgearbeitet werden, und deswegen haben wir das auch nicht vorgelegt. Aber ich will am Ende wenigstens zwei Zahlen, ich mache es mit zwei kurzen Sätzen, noch zum Besten geben. Von dem, was wir vorlegen, ist eine Person von 100 betroffen. Eine von 100. In Deutschland also zwischen 150, je nachdem, wie die Freibeträge machen, und 400.000 Familien mit einem Ertrag von etwa 10 Milliarden € jährlich. Das würde für die Landeskasse etwa 800 Millionen € bedeuten. Und dann, wenn das käme, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann wäre vieles von dem, was Sie an der Debatte heute Morgen mit uns versucht haben zu führen, schlicht und einfach Schall und Rauch. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Schäfer. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In der Tat, die Frage der steuerpolitischen Zielsetzung wird sicherlich auch eine sein, die die Auseinandersetzung im Vorfeld der nächsten Bundestagswahl in besonderer Weise prägen wird. Die Vorboten zeigen das ja schon. Die Sozialdemokraten versuchen sich ja an dieser Stelle auch ein Stück zu positionieren. Ich finde es auch richtig, Herr Schäfer-Gümbel,
dass Sie sagen, wir lösen uns von der allgemein wolkigen Diskussion Vermögensteuer ja oder nein heraus und legen einen konkreten Gesetzesvorschlag vor. Ich freue mich schon, wenn wir uns den gemeinsam anschauen, weil mir nämlich ein Stück die Fantasie fehlt, wie das am Ende zusammengehen soll, Betriebsvermögen zu verschonen, zumindest in den Dimensionen, dass es nicht zu einer Gefährdung von Arbeitsplätzen kommt, gleichzeitig aber 10 Milliarden € generieren zu wollen und wiederum gleichzeitig bei denjenigen Menschen, die so mittlere Einkommens- bzw. Vermögensinhaber sind, sie am Ende zu verschonen. Ich fürchte, dass dieses Dreieck sich nicht gemeinsam wird aufbauen lassen. Lassen Sie mich vielleicht aber eines vorweg sagen. Es ist ja keineswegs so, dass die stärkeren Schultern in Deutschland nicht eine höhere Last tragen. Man kann ja darüber streiten, ob die Last hoch genug ist. Aber so zu tun, als trügen sie nicht eine höhere Last, widerspricht den Fakten. Hören Sie? Um sich ein bisschen mit den Zahlen zu beschäftigen, die einkommensstärksten 10% der Einkommensteuerpflichtigen. So, das sind diejenigen, die etwas mehr als 70.000 € im Jahr versteuern, tragen 55% des gesamten Einkommensteuervolumens. Also mehr als die 10% tragen mehr als die Hälfte, obwohl sie nur etwas mehr als ein Drittel des gesamten Einkommens haben. Das heißt, sie tragen mehr als andere. Jetzt kann man über die Frage diskutieren, will man ihnen noch mehr aufladen zur Finanzierung des Gemeinwesens. Das ist dann eine Diskussion, die man führen kann, sie aber an der Stelle nicht bestreiten soll. Dann lässt sich die zweite Frage stellen. Macht der ganze Aufwand, die gesamte Diskussion für ein angestrebtes Volumen von 10 Milliarden € vor dem Hintergrund eines Gesamtsteueraufkommensvolumens von 670 Milliarden € einen Sinn? Wenn Sie wollen, dass mehr die starken Schultern tragen, ist es da nicht klüger, dass Sie eine Diskussion darüber führen, ob beispielsweise Spitzensteuersatz, Reichensteuer oder Ähnliches erhöht werden soll? Wäre das nicht sozusagen eine Alternative, worin man sich an dieser Frage dann ersparen kann? Und dann kann man sozusagen die Diskussion führen. Ich bin immer noch dagegen. Aber jedenfalls ist das am Ende eine Diskussion, die mir scheint, mir jedenfalls sinnvoller zu führen. Denn bei der Frage der Vermögensbesteuerung haben Sie die Frage, an der bis jetzt alles immer gescheitert ist. Betriebsvermögen, wenn ich es einbeziehe, gefährde ich Unternehmen in der Substanz. Nehme ich es heraus, muss ich am Ende das verbleibende Privatvermögen in einer Dimension besteuern, dass wir am Ende bei Oma ihr kleines Häuschen ankommen. So, ja, Vorsicht. Ja, ja, Vorsicht. Weil wir natürlich insbesondere bei den Wertverhältnissen von Immobilien, und damit komme ich auf einen Kern des Problems, ziemlich beträchtliche Unterschiede haben. Nehmen wir einmal den Inhaber einer selbstgenutzten Immobilie in Kassel mit Herstellungs- oder Wiederherstellungskosten von ungefähr 1.000 € je Quadratmeter Wohnfläche und das gleiche Haus hier in Wiesbaden, sind wir bei 2.200 € je Einwohner. So, das ist das Problem. So. Deshalb, wenn Sie die beide gleich behalten, obwohl Sie formal die gleiche Vermögensposition haben, behandeln Sie sie trotzdem ungleich, weil natürlich die Menschen nichts dafür kommen, ob sie das Haus hier in Wiesbaden haben oder in Kassel und zufällig zu dem Zeitpunkt, wo sie besteuert werden sollen, das eine mehr wert ist als das andere. Das ist am Ende ein Punkt, der mit Artikel 3 nach meiner Lesart nur extrem schwer zu vereinbaren sein wird. Zweite Sache. Schauen wir einmal, ob sich die Vermögensteuer, nachdem sie in Deutschland nicht mehr erhoben werden durfte, wie sich das international entwickelt hat. Es gibt unter den Industriestaaten nur noch drei, die eine Vermögensteuer erheben. Das sind Frankreich, Norwegen und die Schweiz. Alle anderen Industriestaaten haben sie entweder noch nie gehabt oder sie haben sie abgeschafft in der Zwischenzeit, weil sich moderne Steuersysteme eben gelöst haben von den sogenannten Sollertragsteuern und sich hingewendet haben zu der Frage der konsequenteren Besteuerung der Erträge aus den Vermögenswerten. Denn ein Vermögenswert als solches
bringt mir ja nichts, wenn ich keine Erträge daraus schöpfen kann. Wenn ich also die Vermögensbesteuerung eines Barguthabens heute ansetze, wo ich für das Kontoguthaben, das daraus folgt, nahezu nichts kriege oder sogar noch etwas zahlen soll, ist die Besteuerung eine andere, eine viel höhere, als wenn der gleiche Steuersatz zu einer Zeit erfolgt, wo wir Zinsen hatten, die 7, 8, 9, 10 % gebracht haben. Das heißt, es ist sehr viel klüger, an dem jeweiligen Ertrag des Vermögens, wo immer das gebunden sein soll, das Vermögen, anzuknüpfen, als sich darauf zu konzentrieren, wie viel Vermögen als solches da ist. Ein weiteres Argument ist eben in der Diskussion auch noch einmal betont worden, dass natürlich wir uns in all unseren Bemühungen, die Eigenkapitalkraft unserer Unternehmen zu stärken, das ist riesig erfolgreich gewesen. Die Eigenkapitalkraft des deutschen Mittelstands ist selbst über die große Krise 2008, 2009 hinweg ziemlich nachdrücklich gewandert. Wir sind mittlerweile zwischen 17, 18, 19, 20 % Eigenkapitalstärke. Wenn ich aber das Eigenkapital als Vermögen besteuere, bestrafe ich diejenigen Unternehmen, die Eigenkapital thesauriert haben, im Verhältnis zu denen, die überwiegend sich fremdfinanziert an der Stelle betätigt haben. Auch das spricht, meine Damen und Herren, eher dafür, sie nicht einzuführen. Lassen Sie mich ein letztes Argument hinzufügen. Wenn man das denn machen wollte, 10 Millionen € brutto generieren zu wollen, müsste man sicherstellen aus Artikel 3 Grundgesetz sicherstellen, dass die Vermögenswerte aller Beteiligten in sehr engen zeitlichen Abständen aktualisiert bewertet werden. Das heißt, wir brauchen eine nahezu jährliche Vermögensfeststellung, und zwar komplett. Auf der Immobilienseite wird ein Riesenproblem, ich kann Ihnen da etliches erzählen aus der Debatte um die Neuordnung der Grundsteuer. Zweiter Punkt. Auch das gesamte Privatvermögen ist dann in sehr engen Abständen zu erfassen, vom Rembrandt zu Hause bis hin zu weiteren Vermögenswerten, Vollzugsdefizite vorprogrammiert. Deshalb glaube ich, dass am Ende der Aufwand, der dahinter steckt, und nicht umsonst, wahrscheinlich, Herr Schäfer-Gümbel, ist Ihnen das eben nicht so ganz präsent gewesen, hat der Vertreter der Deutschen Steuergewerkschaft bei ihrer eigenen Anhörung ja vorgetragen, dass er den Vollzugsaufwand bei der Vermögensteuer für tendenziell unvertretbar hält. Also alle diejenigen, die sich mit der Praxis der Steuererhebung beschäftigen, sind an der Stelle eher skeptisch. Deshalb, meine Damen und Herren, glaube ich, dass am Ende die Debatte um die Vermögensteuer eher eine psychologisch-politische sein soll, nach dem Motto, die Reichen sollen mehr bezahlen als die Armen. Das ist auch eine legitime politische Debatte. Darüber kann man streiten. Aber es ist aus meiner Sicht das völlig falsche Instrument. Diskutieren Sie die Frage an der Höhe der Einkommensteuer. Dann finde ich, muss man sehr ordentlich auch über die Frage diskutieren, ob in unserem jetzigen Verständnis jemand, der 53.000 € im Jahr versteuert, dass wir dem in der gegenwärtigen Lage erklären, er sei ein Spitzenverdiener. Das finde ich extrem ungerecht im Hinblick auf diejenigen, die die Leistungsträger in dieser Gesellschaft sind. Dann lassen Sie uns über die Frage diskutieren, wie wir Einkommensteuertarife verändern zugunsten von denjenigen, die im Moment das Rückgrat des Mittelstandes der Gesellschaft sind. Da ist sicherlich vieles möglich. Ich gehöre nicht zu denen, die sozusagen sich verbunkern in der Frage, jede Steuererhöhung an einer bestimmten Stelle ist sozusagen unvertretbar, wenn es an einer anderen Stelle zu einer ordentlichen Erleichterung kommt. Ich finde, das muss man sehr pragmatisch diskutieren. Aber lassen Sie die Finger von dieser Vermögensteuer. Sie bringt materiell so gut wie nichts, sorgt am Ende nur für aus meiner Sicht völlig schiefe Diskussionen. Und die können wir uns sparen, sondern wir konzentrieren uns auf die wesentlichen Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben eine zweite Runde. Es spricht Kollege Rentsch, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin dem Finanzminister dankbar, dass er so ordnungspolitisch sauber in dieser Debatte aufgetreten ist. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da war auch der hessische Finanzminister bei Steuererhöhungsvorschlägen auf Landesebene nicht immer sozusagen wenig Triebfeder, sondern im Gegenteil. Aber das ist immer, ja, ist klar. Aber Herr Kollege Schäfer, da, wo der hessische Finanzminister Einnahmen mehren kann, da glaube ich, sind Sie schon vorne dabei. Ist ja auch aus Ihrer Sicht legitim. Aber ja, so stark wie Sie an der Stelle, da kann Sie keiner überholen. Das sage ich ganz offen. Diese Rolle bleibt Ihnen auch. Aber ich glaube, dass Sie beim Thema Vermögenssteuer
recht haben. Und Herr Kollege Schäfer-Gümbel, ich glaube, es ist kein Dissens, dass wir nicht eine Debatte über die Frage in Deutschland führen können, wie es Vermögen verteilt, welche Schultern müssen mehr leisten und mehr tragen als andere. Das kann man unterschiedlich bewerten. Ich glaube, wenn man einmal unterstellt, die Summen, die Sie hier vorgetragen haben, 400 bis 800 Millionen, mal angenommen, das Kapital, diese Menschen würden im Land bleiben, man könnte die auch besteuern. Das setzt ja immer die Tatsache voraus, dass sozusagen Steuergesetzgebung nicht zu einem gewissen Fluchtverhalten führt. Das wäre alles so. Der Verwaltungsaufwand wäre so niedrig, wie die Sozialdemokraten gesagt haben. Ich möchte einmal eine andere Debatte mit Ihnen führen. Kollege Schmidt hat vorhin durchgezwischengerufen, das wäre doch toll, wenn das Land 400 bis 800 Millionen Euro mehr hätte. Warum wäre denn das toll, Herr Kollege Schmidt? Frage ich Sie einmal. Haben Sie nicht das Gefühl, dass dieses Land zurzeit finanziell ordentlich ausgestattet ist? Und wird nicht sogar andersherum ein Schuh daraus, dass in den guten Zeiten dieses Land weniger spart als in den Zeiten, wo die finanzielle Lage nicht so gut war? Es ist doch kein Gottesgeschenk, dass die Bürger Ihnen 400 Millionen geben und dann hoffen, dass Norbert Schmidt eine gute Idee hatte, wie er dieses Geld ausgibt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Staat soll Geld für die Fragen kriegen, dass er seine Kernaufgaben erledigt. Und deshalb würde ich, wenn wir überhaupt schon eine Debatte führen, gerne darüber diskutieren, was sind denn die Aufgaben des Staates? Was sind ja, Frau Kollegin Faeser, ich habe ja aber heute Morgen, da haben Sie anscheinend sozusagen, Sie haben ja Geburtstag heute, insofern sind wir alle begeistert, dass es so ist. Aber ich habe ja gesagt, die Problematik im Land Hessen ist doch nicht, dass wir zu wenig Steuereinnahmen haben. Die Problematik im Land Hessen ist, dass zurzeit die Prioritäten anders gesetzt werden, als ich sie zum Teil setzen würde, nicht komplett. Und zum Zweiten, das, was wir mal als Einspar- und Konsolidierungsprogramm vorangetrieben haben, mittlerweile nicht mehr stattfindet. Glauben Sie denn eigentlich, ist es spannend für einen Justizminister oder einen Verkehrsminister, in der eigenen Verwaltung 20% der Leute einzusparen oder Gerichtsstandorte zusammenzulegen? Hat denn irgendjemand, ich frage mal die Kollegen der Union, die ja damals, ich habe jedenfalls niemanden mitgekriegt, der in den Wahlkreisen gesagt hat, Gott sei Dank spart ihr endlich dort, so wie es der Rechnungshof gesagt hat. Da gab es doch Kritik von allen Seiten. Aber glauben Sie denn ernsthaft, wir erreichen die Schuldenbremse, wenn wir die Strukturen dieses Landes nicht verändern, meine Damen und Herren? Abstrus zu glauben. Abstrus zu glauben. Nein, Kollege Dorn. Das ist halt, das ist der intellektuelle Anspruch, dass man Unterschiede auch erkennt, wenn man eine Stunde später redet. Das ist schon, das ist unterschiedlich. Aber trotzdem noch einmal zurück zu der Grundfrage. Ich würde mir wünschen, dass die Landesregierung genauso wie die Sozialdemokraten, wenn sie über die Frage diskutieren, wo kommen Einnahmen her, auch über die Frage diskutiert, wie sieht eigentlich dieser Staat von morgen aus. Und bei der Frage, Kollege Schmidt, ich kann das akzeptieren, dass Sie sagen, man kann mehr Geld hereinholen. Das kann man diskutieren, kann auch so sein. Aber zum Schluss ist die Frage, wofür wird dieses Geld ausgegeben und was wird mit diesem Geld gemacht? Und da, glaube ich, haben wir unterschiedliche programmatische Ansätze. Ich glaube, dass das Geld zunächst einmal bei den Leuten ganz gut aufgehoben ist. Und bei der Tatsache, dass die LINKEN immer wieder erklären, es wäre in Deutschland Niedrigsteuersatzphasen, wir würden hier so wenig bezahlen wie noch nie, weiß ich, ob die LINKEN nicht in Kommunen wohnen, wo die Grundsteuer erhöht worden ist, etc. pp. Erleben Sie eigentlich, was dort passiert? Es ist doch keine Situation, dass die Leute am Ende des Monats nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Die ganze Debatte über die Frage der kalten Progression hat auch eine Grundlage genau in dieser Situation. Ja, Herr Kollege Schaus, das ist ja sozusagen so naiv, wie ich kaum noch eine Debatte in diesem Landtag erlebt habe. Die Vermögensteuer führt doch nicht dazu, dass Sie die Mitte entlasten würden. Wenn ich dieses Vertrauen hätte, würde ich ja sozusagen noch sagen, das wäre der richtige Weg. Aber bei Ihnen wissen wir doch, Sie nehmen doch allen das Geld aus der Tasche, um es dann für soziale Projekte aus Ihrer Sicht zu verteilen. Also daraus wird definitiv kein Schuh. Und deshalb zum Schluss. Ich finde es legitim, dass die Sozialdemokraten auch einen Verteilungswahlkampf führen werden. Das scheint ja sich anzudeuten. Daran geht es ja, dass die Frage über die Gerechtigkeit in Deutschland diskutiert wird. Was mir zu kurz kommt, ist die Frage, wie sieht eigentlich der Staat von morgen aus? Welche Aufgaben hat er? Und bleibt alles so sakrosant, wie es zurzeit ist? Und da glaube ich ernsthaft, da haben wir den meisten Handlungsbedarf in dieser Frage. Alles so zu lassen, wie es ist, das war noch nicht einmal die Grundlage für die Verabredung über die Schuldenbremse. Wir haben uns damals gemeinsam vereinbart, dass auch die Grundlagen und die Strukturen dieses Staates auf den Prüfstand kommen. Und ich habe zurzeit nicht das Gefühl, dass das von den Oppositionsfraktionen aus SPD und LINKEN, aber von den Regierungsfraktionen wirklich noch vorangetrieben wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Als nächste Rednerin hat schon Frau Kollegin Wissler von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil ich finde, dass man die Ausführungen des Finanzministers so nicht stehen lassen kann, auch insbesondere das, was Sie zur Steuerverteilung gesagt haben. Ich finde, Sie haben hier den Eindruck erweckt, als hätten wir im Großen und Ganzen eine gerechte Verteilung der Steuerlast. Und dem will ich erst einmal so widersprechen. Wir haben die Entwicklung, dass wir immer mehr Steueraufkommen aus indirekten Steuern, also aus der Umsatzsteuer, haben. Und natürlich muss man sagen, ist gerade die Mehrwertsteuer die unsozialste Form der Steuer, weil sie jeden gleich trifft und damit die, die wenig haben, besonders hart. Das heißt also, wenn man sich jetzt nur die Einkommensteuer anschaut und sich innerhalb der Einkommensteuer die Verteilung anschaut, dann kommt man natürlich zu dem Bild, das Sie hier gesetzt haben. Aber logisch ist natürlich auch, dass jemand, der kein Einkommen hat, oder jemand, der einen Minijob hat, jemand, der gezwungen ist, eh aufzustocken, weil er im Niedriglohnbereich arbeitet, dass der jetzt keine hohe Einkommensteuer zahlt, ist sehr logisch. Das Problem ist doch das Gesamtsteueraufkommen und dass sich da Dinge verschoben haben. Und das will ich noch einmal deutlich machen. Der Anteil der Lohnsteuer am gesamten Steueraufkommen liegt bei ungefähr 25%. Der Anteil der Umsatzsteuer ist stark gestiegen in den letzten 20 Jahren bei ungefähr 24%. So, und jetzt schauen wir uns einmal an, wie hoch der Anteil der Körperschaftssteuer am gesamten Steueraufkommen ist. Und das sind 2,8%. Und da haben wir doch eine Schieflage. Also, es kann doch nicht sein, dass da kommen die Gewerbesteuer ungefähr 7% am Steueraufkommen noch mit hinzu. Aber wenn man es ins Verhältnis setzt, wie viel Steuern aus Lohn, aus Einkommen gezahlt werden und wie viel Umsatzsteuer gezahlt wird und das ins Verhältnis setzt zur Gewerbesteuer und zur Körperschaftssteuer, was nicht einmal 10% des gesamten Steueraufkommens sind, da ist es doch einfach ungerecht, was hier passiert, Herr Minister. Und da bin ich jetzt bei der, und da bin ich noch gar nicht bei den Steuerarten, die wir entweder gar nicht erheben oder so marginal erheben, dass es lächerlich ist. Schauen Sie sich die Erbschaftssteuer doch an. Und was da jetzt momentan verhandelt wird, ist jetzt, stimmt mich auch nicht gerade optimistisch. Wenn man sich anschaut, welche enormen Vermögen in den nächsten Jahren vererbt werden und wie wenig der Staat davon abschöpft, dann ist das natürlich hochproblematisch. Und auf Vermögen wird erst gar keine Steuer erhoben. Was viele andere Länder machen, was problemlos möglich wäre, auch die Vermögenssteuer wieder zu erheben. Das heißt, wir haben eine völlige Ungleichberechtigung, wir haben eine völlige Ungerechtigkeit im Steueraufkommen, vollkommen anders als das Bild, das Sie hier gezeichnet haben. Und natürlich ist es richtig, dass auch hohe Vermögen vernünftig besteuert werden müssen. Davon wird niemand arm, aber dafür haben wir ein bisschen mehr Geld in den öffentlichen Kassen, meine Damen und Herren. Und da finde ich Ihre Aussage, Herr Minister, muss ich sagen, finde ich schon verwegen, zu sagen, Vermögensteuer bringt ja fast nichts. Also nach unseren Berechnungen bringt sie 1,2 Milliarden. Jetzt sagen Sie, die Linke übertreibt immer ein bisschen, ziehen Sie von mir aus die Hälfte ab. Also selbst wenn wir über 600 Millionen reden für das Land Hessen, allein für das Land Hessen, zu sagen, das bringt fast nichts, das macht mir ein bisschen Sorgen, in welchen Dimensionen Sie hier offensichtlich planen und denken, Herr Minister. Aber wenn ein Finanzminister 600 Millionen und wie gesagt, das ist der unterste, das wäre die unterste Einnahme durch die Vermögenssteuer, wenn ein Finanzminister sagt 600 Millionen, das bringt ja fast nichts, also ja, ist eine interessante Aussage. Und ich habe vorhin schon die Frage aufgeworfen. Die Frage ist die Kosten, die gesellschaftlichen Kosten, die entstehen für Infrastruktur, für Bildung, für die Kommunen. Sie müssen immer von irgendjemandem gezahlt werden. Irgendjemand muss es immer zahlen. Und da hat doch Herr Rentsch an dem Punkt recht, dass wenn die Kommunen unterfinanziert sind, dann wird im Gegensatz, dann wird eben so etwas wie die Grundsteuer erhöht. Das wollen wir nicht. Sondern wir wollen nicht, dass die Menschen in den Kommunen durch höhere Gebühren, durch eine höhere Grundsteuer am Ende die Zeche zahlen. Wir wollen auch nicht, dass die Mehrwertsteuer weiter erhöht wird, weil sie eine unsoziale Steuer ist. Sondern man muss doch ran an die Vermögen, wenn man feststellt, und das zeigen doch alle Untersuchungen, dass wir eine Einkommensentwicklung haben, wo wir eine zunehmende Einkommensungleichheit haben, dass hier die Spaltung zwischen Arm und Reich auseinandergeht, dass wir hohe Vermögen haben, die unglaublich schnell wachsen, weil wer eben sehr viel Geld hat, es nicht für 0,5% auf sein Girokonto legt, wenn man da überhaupt noch das draufkriegt, meistens ja nur, sondern sehr viel höhere Renditen hat. Und hier zu sagen, wir leben an einer der reichsten Volkswirtschaften der Welt, aber solange der Reichtum so ungerecht verteilt ist, dass der Staat seinen elementarsten Aufgaben zum Teil in den Kommunen nicht nachkommen kann
Und so lange muss man doch darüber reden, dass Umverteilen dringend notwendig ist. Und deswegen werbe ich noch einmal darum, lassen Sie uns eine Anhörung machen. Lassen Sie uns doch wenigstens darüber reden, wie wir hier, was das Land Hessen machen könnte, auf dem Weg zu einer gerechteren Steuerpolitik. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Als nächster Redner hat sich nun Kollege Schäfer-Gümbel von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch ich will mich in der zweiten Runde noch einmal zu wenigen Bemerkungen hinreißen lassen. Ich will Sie konzentrieren auf vier Überschriften. Erstens. Ich will mich wiederholen. Die zunehmende Ungleichheit verhindert Wachstum und Wohlstand. Das ist die zentrale Erkenntnis aller zentralen Wirtschaftsforschungsinstitute, die sich in den letzten 12 Monaten zu der Frage der Verteilungswirkung auf ökonomische Situation geäußert haben. Das gilt für die OECD, das gilt für das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und viele andere. Insofern ist in der Tat, Herr Schäfer, die Frage der richtigen Verteilungsinstrumente richtig. Ich will das meinerseits hier sehr klarstellen, weil ich ja dem Braten 10 Meilen gegen den Wind rieche, der angelegt ist. Wir haben ausdrücklich nicht gesagt, dass hohe und höchste Einkommen und Vermögen keinen Beitrag leisten. Wir haben gesagt, im Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit muss die Frage zumindest berechtigt aufgerufen werden, ob nicht mehr geht angesichts der enormen Investitionsbedarfe, über die wir heute Morgen diskutiert haben, bei Straße, bei Schiene, bei Schule, bei Hochbau, bei Tiefbau, bei Kommunikation und Breitband. Ich bin sofort bei Ihnen, über die Frage zu diskutieren, ist das die Vermögensteuer das richtige Instrument oder nicht. Das ist der Grund, warum wir einen Gesetzentwurf in eine interne Anhörung gegeben haben, weil wir die drei großen Fragen, die dahinter stehen, geklärt haben wollen. Und jetzt will ich sozusagen eine Bemerkung zur innerparteilichen Willensbildung machen, nur damit Sie es wissen. Ich habe nie zum Fanclub der Vermögensteuer gehört. Ich habe vor der letzten Bundestagswahl schon immer gesagt, dass ich zwei zentrale Fragen nicht für geklärt halte und dass ich keine Lust habe, auf dem nächsten Bundesparteitag meiner Partei sozusagen aus dem Bauch heraus wieder eine Debatte zu führen, ob das geht oder nicht, sondern ich will es wissen, ob es geht. Deswegen haben wir diese Anhörung gemacht, und das Ergebnis ist ziemlich eindeutig. Die Verfassungsrechtler sagen, was die Frage der Verfassungsmäßigkeit im Grundsatz angeht, grünes Licht. Bei der Frage Aufwand und Ertrag grünes Licht, und zwar in Anwesenheit. Das hat der Kollege von der Steuerberaterkammer ausdrücklich nicht gesagt. Er hat gesagt, wir machen am Ende das, was ihr beschließt, weil das ist unser Job. Aber die Steuergewerkschaft beispielsweise hat dezidiert dazu andere Einschätzungen gegeben. Und der dritte Punkt ist in der Tat, kriegen wir die schwierige Frage hin, die Sie zu Recht aufgerufen haben. Wie ist das mit den Prüfintervallen für die Bewertung? Da ist in der Anhörung von etwa 3 Jahren bei den Fachleuten ausgegangen worden. Kriegen wir es hin, die unterschiedliche Bewertung von Betriebs- und Privatvermögen ordentlich hinzukriegen? Ist das machbar oder nicht? Wie geht das? Sie haben die Fragen völlig zu Recht aufgerufen. Und dann werden wir am Ende entscheiden, ob das ein sinnvoller Beitrag ist angesichts der Investitionsbedarfe, die wir haben, oder nicht. Das heißt nicht, dass es am Ende kommt. Wenn wir der Auffassung sind, dass es geht, werden wir einen Gesetzentwurf hier einbringen, um ihn dann hier in der Tat bewerten zu lassen. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Ich will allerdings auch darauf hinweisen, dass dieses Gesetz, wenn wir es einbringen, auch das haben die Fachleute alle unisono gesagt, von allen Forschungsinstituten, von allen Fachleuten, am Ende nicht dazu beitragen wird, die Verteilungsfrage im Land zu lösen, sondern das Einzige, was dieses Gesetz leisten kann, ist, den Vermögenszuwachs bei den Reichsten im Land abzubremsen. Die Schere wird nicht zusammengehen, sondern sie wird langsamer auseinandergehen. Und das ist der entscheidende Punkt, den ich zumindest erwähnt haben will. Ich will einen zweiten Punkt machen, weil ich jetzt die ersten beiden Punkte zusammengeführt habe, zur Schuldenbremse. Lieber Kollege Rentsch, ich will zumindest einmal daran erinnert haben. Die Schuldenbremsenkonstruktion der Hessischen Landesverfassung sieht eine Einnahmen- und Ausgabenverantwortung vor. Sie sind häufig blind bei der Frage der Einnahmen
Und ich will gestehen, wir tun uns manchmal auf der Ausgabenseite schwer. Und deswegen gilt es für uns, das am Ende zusammenzuführen. Aber dafür haben wir mit Blick auf das nächste Regierungsprogramm auch noch ein bisschen Zeit. Und damit will ich zur letzten Bemerkung kommen, zu der aktuellen Erbschaftssteuer. Ich will das offen sagen, weil Ihre Einlassungen zur Anhörung zum Vermittlungsausschuss nach dem Motto, wir machen das, weil wir ein paar Fragen haben, aber mehr in die Kasse reinkommen darf auf keinen Fall. Das war Ihre Botschaft in der Pressemeldung. Das verwundert uns schon ziemlich, weil ich sage Ihnen auf unserer Seite, wäre die Erbschaftssteuer aus meiner Sicht in der Tat ein interessanteres Instrument, die Verteilungsfragen aufzurufen. Den Gesetzentwurf halte ich nicht für wirkungsmächtig genug. Und ich will ausdrücklich sagen, wenn dieser Gesetzentwurf so bleibt, wie er ist, spricht aus meiner Sicht deutlich mehr dafür, dass wir uns dem Entwurf einer Vermögensbesteuerung anderer Art zuwenden als dagegen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Ich lasse nun über die beiden Anträge abstimmen. Zuerst über den Antrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19/3564. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die FDP. Wer enthält sich? Die Fraktion der SPD. Frau Mürvet Öztürk ist nicht anwesend. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Ich lasse abstimmen über den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 19/3602. Wer ihm zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? Das sind die Fraktionen von SPD und FDP. Damit ist dieser Dringliche Entschließungsantrag angenommen worden. Vielen Dank.